Ahoi, ihr Lieben, herzlich willkommen aus dem Münchner Hauptbahnhof. Ja, ich bin vorgestern schon nach München gefahren, denn ich will das erste Mal mit dem Nachtzug fahren in meinem Leben. Ja, das Ganze dauert 18 Stunden bis nach Genua aufgrund von Bauarbeiten. Sonst wären es ungefähr 3 Stunden weniger gewesen. Also, ja, schauen wir mal, wie das Ganze so sein wird. Das Ganze in einem Schlafwagen. Also, das sollte ganz okay sein, hoffe ich. Also, ja, gucken wir mal. Und ihr seid natürlich dabei. Der eine oder andere hat mich vorher schon gefragt, sind das die neuen Wagen, die die ÖBB bestellt hat, die österreichische Bahn? Nee, das sind sie nicht. Also, das ist tatsächlich noch hier so ein alter Wagen. Und ja, jetzt erstmal ein bisschen Stau hier. Schlafplatz 42 heißt es. Ja, es ist ein bisschen anders jetzt, als ich mir das Ganze vorgestellt hatte, ehrlicherweise. Weil, wo ist denn jetzt das Bett? Ja. Also das wird dann offenbar hier umgebaut, könnte ich mir vorstellen, genau. Ja. Ich hätte gedacht, man hätte ein separates Bett oder was, ja. Also schauen wir gleich mal im Detail. Ne? Aber am besten hier erstmal ein bisschen heller machen. So sieht die Welt doch schon gleich ganz anders aus. Aha. Ja, mittlerweile habe ich auch gesehen hier, das sind die Betten und das ist offenbar hier ein Abteil hier für 3 Leute normalerweise, was sie jetzt aber offenbar zur Einzelbelegung verkauft haben. Ja, spannend. Ja, Platz ist nun erwartungsgemäß natürlich knapp. Deswegen habe ich hier die Sachen, die ich zum Schlafen brauche, mir eine Extratasche gepackt, weil ich dachte, das ist vielleicht ganz schlau, weil man sieht ja, man muss erst mal den Koffer da irgendwie hinpacken oder so, dann geht's, kann ich da mal reingehen hier. Oder viel besser noch, ja, der Koffer jetzt unter dem Sitz. Da passt zumindest einer hin, ja. So, was hier jetzt immer auch drin ist, die Dusche ist es nicht. Aha, das ist jetzt erstmal hier die Nasszelle. Ach doch, natürlich ist hier die Dusche. Ach, guck mal. Das ist schon eine interessante Konstruktion hier. Okay, also man kann dieses Waschbecken hier bewegen. Das ist nicht so unsmart, finde ich, ne? Wenn man wenig Platz hat. Ich meine, sowas gibt es noch nicht auf den Schiffen. Und dann kann man hier tatsächlich duschen. Ja, immerhin. Ja, jetzt fragt man sich natürlich, wo ist der Wasserhahn? Aber das scheint hier dann gleichzeitig hier der Duschkopf zu sein. Mal gucken, kommt was raus hier? Hm. Ah, ja, guck, geht doch alles hier. Oh, richtig viel sogar, Mensch. Jetzt hatte ich mich schon gefragt, was ist das hier für eine Tür? Ja, das ist dann wie auf dem Schiff, ne? Eine Verbindungstür offenbar. Erst dachte ich noch, da sei die Dusche drin, ja, aber ist es nicht. Nee, die haben wir ja schon woanders gesehen, die ist ja hier. So, eben kam dann noch jemand hier mit dem, im Flugzeug würde man sagen, Amenity Kit. Aber im Flugzeug gibt es dann da irgendwelche komischen Plastikbehälter dafür. Hier ist es eine ökologisch freundliche Papiertüte. Aha, guck mal hier mit Schlappen. Was haben wir noch hier drin? Ah ja, eine Schlafmaske, die habe ich aber sicherheitshalber auch dabei natürlich. Ah ja, eine Flasche Wasser und was ist noch dabei? Ohrstöpsel und na, was ist das hier zwischendurch und unterwegs? Ach, das sind hier irgendwelche Snacks oder was? Aha, glutenfreier Snack, keine Ahnung, Landgarten, Bio-Soja-Snack, würzig vegan, was es alles gibt. Und das hier sind Dark Chocolate, oh, geröstete Kichererbsen. Na, das ist immer was ganz Besonderes hier. Ach ja, und ein Stift. So, Nightjet und ein Waschlappen. Ja, was nun hier die Kichererbsen angeht, geschmacklich sehr gewöhnungsbedürftig, ehrlich gesagt. Ganz was Ungewöhnliches mal, ja. Hm. Witzigerweise bin ich hier eben gerade mal allein gelaufen, habe schon die erste Followerin getroffen, die 2 Abteile weiter ist, sehr lustig. So, jetzt habe ich hier schon so einen Bestellzettel bekommen, es war erst kurz nach 17 Uhr, aber da kann man dann auswählen, was hätte man gerne fürs Frühstück, inklusive 6 Teile hier, Kaffee, Gebäck, wie es so schön heißt, Butter, ja, also werde ich gleich mal ausfüllen, das gibt es dann morgen früh. So, ich habe jetzt die Tür mal zugemacht. Das ist schon ganz nett, wenn man hier so einen Abteil für sich alleine hat, so von der Privatsphäre her. Es ist allerdings schon so, dass es relativ hellhörig ist. Also hier drüben ist eine Familie mit kleinem Kind. So, das hört man dann schon. Ne? Essen und Getränke kann man dann hier auch an den Platz bestellen. Und wenn man mal guckt hier, die Preise sind wirklich wahnsinnig günstig hier. Chili sin carne, also Chili ohne Fleisch, 7,50 Euro. Spaghetti Bolognese. 9,50 Euro, so in der Größenordnung. Ja, und auch, wenn man so sagt, man will ein alkoholisches Getränk, Aperol Spritz 2,90. Also man denkt hier, da ist die Inflation gar nicht angekommen. Die Speisekarte ist noch aus der Zeit, als der Zug gebaut wurde. Aber na, so, oder halber Liter Bier 3,50. Also das sind noch Preise hier, wirklich. Hier ist die Welt, also was die Gastro angeht, noch in Ordnung. Hier, Viertel Liter Wein 3,40 Euro. Also das, man würde es so als Schutzgebühr bezeichnen, gar nicht so sehr als
ja, etwas, womit die richtig Geld verdienen wollen. Was nun diesen Tisch angeht, ich hatte jetzt dieses Schild mal hier interpretiert, dass man den nicht hochklappen soll, aber das bedeutet es wohl nicht, weil das geht durchaus. Also entweder klappt man den so hoch, sieht natürlich ein bisschen doof aus, ne, wenn man jetzt hier sitzt und guckt da direkt auf den Tisch, aber habe ich dann gerade festgestellt, ups, man kann den dann so nach oben wegziehen und dann stellt man den hier so in, hat man ein bisschen mehr Platz. So, ein Wort hier zu dem Sitz. Ich bin ja jemand, der durchaus sehr gerne Bahn fährt und meistens tatsächlich, wenn ich ICE jetzt fahre und ich lange vorher buche, dann buche ich mir meistens auch erste Klasse. Und das hier ist eigentlich was, was auch erste Klasse wenn entspricht, aber der Sitz, ja, der ist halt schon arg simpel, muss ich echt sagen. Also was so den Komfort angeht, das hält sich sehr in Grenzen. Also da kann man hier nichts rausziehen oder so. Ja, das ist halt einfach so der Sitz. Das erinnert so ein bisschen, ja gut, an so einen sehr alten Wagen. Ne? Das ist tatsächlich ein bisschen schade. Und gerade wenn man jetzt so wie ich ja auf diesem Sitz sitzt hier, ja, wenn man vielleicht 8 Stunden schläft, ungefähr 10 Stunden dann doch zubringt, ja, nicht ganz so optimal, würde ich sagen. Ne? Wir wollen hier mal nach oben gucken. Hier ist also Stauraum tatsächlich. Also ich würde sagen, das ist jetzt hier nichts für meinen riesigen Koffer. Wobei, naja, weiß gar nicht, hätte der hier hingepasst? Na, vielleicht nicht so ganz, ne? Also, ah ja, und hier ist schon ein Kopfkissen und ja, ich meine, Decke wird es ja wahrscheinlich auch geben später, ne? Für maximal 3 Personen, was man jetzt hier noch hat, ist so ein, ja, zusätzlicher Sitz. Wenn man so sagt, naja, ich will jetzt vielleicht mal in Fahrtrichtung rausgucken. Oder aber wenn man hier sitzt, um ja, die Beine mal auszustrecken. Was ich hier jetzt am Sitz noch vermisst habe, habe ich jetzt hier immerhin im Bad gefunden. Und zwar natürlich auch wichtig, wenn man ein bisschen länger unterwegs ist, eine Steckdose. Ja, das ist natürlich jetzt von der Position eher so ein bisschen suboptimal, wenn man irgendwie einen Laptop dabei hat. Also das geht wohl möglicherweise. Aber muss man halt hier die Tür zum Bad offen halten, ne? Ja, und was kostet eigentlich die Fahrt? Das ist ja natürlich auch eine ganz, ganz wichtige Frage. Bei Einzelbelegung kostet jetzt der Spaß jetzt in dieser Kabine hier von München nach Genua 256 Euro, eben inklusive Frühstück. Das ist jetzt ungefähr auch das, was man jetzt für einen Flug bezahlt hätte von Hamburg nach Mailand, Linate. So, ja, also insofern dachte ich, naja, was so die Kosten angeht, ist das wirklich eine gute Gelegenheit, das jetzt mal auszuprobieren. Aber klar, ne, es ist am Ende, ein Freund von mir dachte so, na, ich hätte gedacht, das kostet 100 Euro. Nee. Also so günstig ist es am Ende nicht. Aber man hat natürlich Möglichkeiten, noch irgendwie dahin zu gehen, so Liegewagen oder so, wo man dann teilweise bis zu 6 dann in so einem Abteil dann ist. Ne? Jetzt war ich gerade schon mal auf Toilette, was natürlich sehr praktisch ist, wenn man das direkt hier am Platz hat. Aber jetzt wollte ich mir die Hände waschen. Guck mal, jetzt drücke ich hier rauf und es leuchtet und man hört auch ein Geräusch, aber es kommt hier nichts raus. Ist es schon alle oder was ist hier los? Also kann ja sein, dass da eine Störung gibt. Wenn man hier jetzt mal so ein bisschen durch den Zug läuft, ja, dann sieht man, hier sind diese Liegewagen. Komme ich jetzt nicht rein, denn das ist abgeschlossen. Ja, das ist dann natürlich schon im Großen und Ganzen sehr einfach, ne? Wie gesagt, für bis zu 6 Personen. Was ich nun finde, der Zug ist überdurchschnittlich ruhig. Also ich fahre ja nun, wie gesagt, viel mit Zügen. Ja, also das ist wirklich, ja, überdurchschnittlich. Und was es dann auch noch gibt hier, ist so ein ganz normales Abteil. Ja, wer nun sagt so, Mensch, ja, es müssen jetzt nicht so die perfekten Bedingungen sein, aber das wäre jetzt, glaube ich, für mich jetzt überhaupt gar nichts hier. Ich bin jetzt ja einmal durchmarschiert durch den Zug, also das waren jetzt hier schon so nah 8 Wagen insgesamt. Und ja, teilweise waren die dann doch, auch wenn ich ja vorher so ein paar leere gesehen habe, teilweise doch sehr voll, viele junge Leute. Ich würde mal so sagen, nachdem was ich jetzt gesehen habe, zu 6, ich würde das nicht machen wollen. Das ist schon, ja, wirklich sehr, sehr, sehr speziell. Ne? Kann man denn nun hier sein Gepäck einfach so im Abteil lassen? Überhaupt gar kein Problem, das Ganze ist abgeschlossen und man hat dann hier so eine Lochkarte. So, und dann ist man wieder da. Hier könnte man dann übrigens dann später drücken und dann den Service bestellen, wenn man nun, ja, was essen möchte. Ne? Jetzt hatte ich eine Steckdose vermisst, aber guck mal, hier habe ich jetzt bei Nachbarn gefragt, da ist sie. Ja, man sieht schon, was so die Beleuchtung angeht, eher ein bisschen eingeschränkt hier das Ganze. Also ist nicht so richtig hell hier, ne? Und was das Wasser angeht, habe ich auch mal mit den Nachbarn gesprochen. Ja, es ist tatsächlich so, das ist leer, unglaublich. Also man hat den Wagen hier nicht richtig befüllt vorher. Also das ist natürlich, ja, ich sag mal, völlig indiskutabel, ne? Da hat man nun hier diesen Schlafwagen hier sogar mit Dusche und wenn das dann so jetzt erstmal gar nicht geht, also mal gucken, ob hier später da noch was befüllt wird.
gut und gerne eine Dreiviertelstunde habe ich jetzt hier auf das Essen gewartet, das Chili Sin Carne, also ohne Fleisch. Ja, das eigentlich dazugehörende Brot gibt es nicht heute. Schade. Habe ich noch ein Bier dazu bestellt, 3,50. Nicht im Glas, aber ja, in der Dose nur tatsächlich. Die Sitze werden dann einmal vom Zugbegleiter umgeklappt. So, und ja, dann wird das Bett aufgeklappt. Das ist es nun hier. Ja, eine Länge von ungefähr 1,80 Meter. Ich würde denken, so hier mit dem Überhang am Ende so ein paar Zentimeter mehr. Und ja, der Liegetest. Ja, hier hängt meine Jacke noch. Sieht ein bisschen komisch aus. Der Liegetest, ja, eine sehr einfache Matratze. Dünn und einfach, also. Es ist jetzt keine Isomatte, so schlimm jetzt nicht. Also, ja, also es fühlt sich so okay an, würde ich sagen. Also bin ich sehr gespannt, wie ich nachher schlafen werde. Und was so die Länge angeht, ja, wie gesagt, ich hier mit meinen 1,86. Also, das scheint hier wirklich bei der Länge irgendwie einigermaßen okay noch zu sein. So, ne? Aber glaube ich, wenn ich viel größer wäre, also ab 1,90 oder so, da könnte es, glaube ich, ein bisschen problematischer werden. Ja, aber sowas ist eigentlich okay. Also die Zähne habe ich jetzt mit mitgebrachtem Wasser geputzt. Das ist natürlich überhaupt gar nicht Sinn der Sache. Ja, aber gut, ist jetzt nicht zu ändern. Es könnte sein, dass wir jetzt heute Nacht noch Wasser bekommen. Also da bin ich sehr gespannt, wie es dann nun aussieht morgen früh, ob ich dann duschen kann. Ne? Wäre ja natürlich schon ja, etwas, was ich eigentlich erwarten würde, wenn ich hier schon so ein Abteil buche. Ne? Ja, ansonsten, wenn ich jetzt mal auf die Uhr gucke, so 6 Stunden sind wir jetzt unterwegs. Und also, wie ist es jetzt bislang gewesen? Es ist halt so, dass ich fast denke, man ist irgendwie gar nicht irgendwie unterwegs, weil es wirklich völlig stressfrei ist. Ich habe gesagt, natürlich, hier, der Sitz ist jetzt nicht so bequem, ja, aber man hat irgendwie nicht dieses, was beim Reisen im Zug oder im Flugzeug, dass ständig Menschen um einen rumwuseln oder so. Das hat man halt nicht. Und insofern, das macht es natürlich jetzt hier wahnsinnig entspannt. Ja. Also ja, insofern erstmal ein Zwischenfazit und ich bin sehr gespannt, wie ich jetzt schlafen werde. Also gute Nacht. 8.50 Uhr ist es. Guten Morgen. Und die entscheidende Frage ist natürlich, wie habe ich geschlafen? Also ich würde sagen, ich habe zum Teil auch mal geschlafen, aber ich war jetzt weit entfernt davon, jetzt wirklich tief und fest richtig durchgeschlafen zu haben. Also das waren sicherlich im Großen und Ganzen schon dann einige Stunden. Es ist wirklich schwer zu sagen, ja, weil man das dann selber ja auch nicht richtig wahrnehmen kann. Also es war weitgehend ein leichter Schlaf. Woran lag das? Ja, zum einen, ja gut, das Bett. Es ist halt doch ja, ein Tick zu kurz. Also man kommt dann vorne, hinten meistens irgendwo gegen die ganze Zeit und dann ist es recht schmal und hart. Und das Kissen ist auch nicht, ups, und das Kissen ist auch nicht so optimal. Nächstes Mal mache ich die Tür zu Bad hier. Also das ist alles so eine Sache. Und dann ist es halt natürlich so von den Bewegungen des Zuges so, ne? Und ja, der bewegt sich ja dann doch hin und her und so. Und das fühlt sich dann irgendwie komisch an. Ist halt auch ungewohnt beim Schlafen. Und wenn der Zug dann mal bremst, so, das spürt man dann auch. Und ja, aber im Großen und Ganzen, ich meine, die Alternative wäre gewesen, um 4 Uhr aufzustehen und zum Flieger zu fahren. Da hätte ich auch nicht besser geschlafen. Also von daher vielleicht fast sogar schon Gleichstand, muss ich sagen. So, ne? Ja, ein bisschen geht es hier noch, knapp 2 Stündchen. Und dann bin ich auch schon in Genua. Jetzt war ich hier das zweite Mal gerade auf Toilette und was ist jetzt passiert? Es ist auch schon das Klopapier alle, obwohl ich das jetzt hier nicht irgendwie exzessiv benutzt hätte. Ich weiß nicht, hier ist jetzt auch keine weitere Rolle oder so drin oder so. Das ist schon mal auch sehr unschön, sollte, finde ich, auch nicht vorkommen. Ne? Und dann war ja die große Frage, haben wir heute wieder Wasser? Ja, haben wir nachgeladen Wasser? Und, tada, na, ja, also wie wir sehen, passiert da rein gar nichts. Das ist wirklich völlig indiskutabel, ne? Wenn man das bucht und ja, mit so einer Selbstverständlichkeit gibt es hier gar kein Wasser und es hat sich auch keiner entschuldigt, geschweige denn einem das mal irgendwie aktiv auch mal gesagt oder so. Also wirklich, das ist wirklich, also unter aller Kanone. Und da ist auch schon mein Frühstück gekommen hier. Ja, das ist im Grunde das, was ich gestern ausgewählt habe. Irgendwie so Putenbrust, Gouda, 2 Brötchen und ja, Kaffee relativ klein und ein Stück, habe ich auch noch nichts von gehört hier, Teebutter. Mhm. Das geht, so wunderbar. Vielen Dank, ja. Tschüss.
nach 18 Stunden bin ich angekommen in Genua. Ja, und ich muss sagen, die Zeit kam mir am Ende gar nicht so lang vor, denn es ist dadurch, dass man so eine wahnsinnige Ruhe hat die ganze Zeit, ist es doch vergleichsweise entspannt, wirklich, ja. Und auch wenn jetzt nicht alles geklappt hat, so was die Dusche oder was angeht, so, ja. Ich würde sagen, ich würde dem Ganzen doch noch mal eine weitere Chance geben, weil ich es eigentlich jetzt doch vergleichsweise erholsam fand von der Anreise. Auch wenn ich natürlich nicht perfekt geschlafen habe oder was. Aber ja, ich meine, Fliegen ist auch anstrengend. Und ja, von daher, es würde mich mal interessieren, wie sind denn eure Erfahrungen so mit einem Nachtzug? Habt ihr das schon mal gemacht? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal, dann wahrscheinlich wieder auf dem Schiff.